Abstieß! Das Münchner Kindl beim Festeinzug der Wiesenwirte kurz vor der Wiesn 2014. Sag mal, liebes Münchner Kindl, wie lange machst du eigentlich noch diesen Job? Also machen tue ich ihn jetzt, ist mein 5. Jahr, aber dieses Jahr ist leider auch mein letztes Jahr, weil ich fange an zu studieren und dann bin ich immer in München und in einer anderen Stadt und dann wird es ein bisschen stressig. Nach 5 Jahren Münchner Kindl, wieso beendet man die Karriere, also beziehungsweise wieso hast du ja erzählt, aber hängt das herzlich noch daran, wenn du nächstes Jahr dann weißt, du sitzt irgendwo beim Studium und irgendjemand anders macht dann das Münchner Kindl? Ja, natürlich hängt das Herz dran. Wenn man das 5 Jahre gemacht hat, hängt da natürlich ein bisschen Herz mit drin. Aber ich denke mir, die nächste wird es auch super machen und die schaut mir dann einfach im Fernsehen an. So, mal ganz unter uns. Guck mal, Steffi hinter der Kamera, die schaut ja schon ganz eifrig. Vielleicht bewirbt sie sich ja als Münchner Kindl, unsere liebe Steffi von Wiesengaudi TV. Gibt es denn eine Einschulung für das Münchner Kindl? Was muss da beachtet werden? Ja, man muss aus München kommen, mindestens 16 sein, weil sonst darf man logischerweise kein Bier trinken in Bayern. Und halt aus dem Reihen der Schausteller oder Wiesenwirte oder solange wir mal irgendwas mit der Wiesn zu tun haben. Und unter uns, gibt es schon eine Kandidatin oder ist das Casting noch nicht eröffnet? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Gut. Ich denke, sie haben schon was im Auge, aber mehr weiß ich auch nicht. Wir bleiben dran, wenn ihr das Münchner Kindl sein wollt, einfach mal im Internet recherchieren. Und ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Genau. Dankeschön. Yeah!